Herzlich willkommen im mobilen Filmstudio des Franchise-Portal. Wir sind ja heute auf der Startmesse in Dortmund und bei mir ist Herr Wingral, Franchise-Experte. Hallo, Herr Wingral. Hallo, Frau Iking. Herr Wingral, wenn man sich selbstständig machen möchte, dann braucht man außer einer guten Geschäftsidee auch eine Menge Geld. Und da gibt es die sogenannten Fördermittel, wo aber nicht jeder gleich durchblickt, weil da gibt es sehr viele verschiedene. Was können Sie dazu erzählen? Ja, manche sprechen ja sogar vom Förderdschungel. So dramatisch sehe ich das nicht. Aber in der Tat, es gibt vielfältige Möglichkeiten und an erster Stelle steht ganz klar die KfW. Die KfW hat seit vielen, vielen Jahren ein Förderszenario aufgebaut, das sehr strukturiert ist, sehr praxisnah und unabhängig, wie das jeweilige Zinsniveau ist, äußerst attraktive Zinsen hat, die ja auch risikogerecht eingeteilt werden. Also das ist immer ein Muss, auf jeden Fall ist immer der erste Schritt. Und was wäre dann vielleicht der zweite oder dritte Schritt? Wen könnte man noch ansprechen? Ja, es geht dann weiter. Wenn das KfW-Paket nicht reicht, dann ist die nächste Ebene die Fördermöglichkeiten der Bundesländer. Es gibt sehr viel regionale Förderung, je nachdem, wo ich in dieser Republik tätig bin. Das ist eine spannende Sache. Das muss man immer von Fall zu Fall prüfen, weil da hat keiner auf Knopfdruck den Überblick. Und die nächste Ebene sind dann das Thema Sicherheiten. Das heißt, hier fließt kein Geld, aber hier wird halt der Kredit, den mir Dritte geben, besichert. Das sind die Bürgschaftsbanken, die gibt es in jedem Bundesland. Die beziehen sich auch in ihrer Aktivität immer auf das jeweilige Bundesland. Das ist eine spannende Sache. Das ist insofern ein Paradoxum, weil die Bürgschaftsbanken stellen Sicherheiten, bekommen dafür ihr Geld um die 2% in der Regel. Das heißt, die Finanzierung wird dadurch wieder ein wenig teurer. Aber ich werde insofern gefördert, dass ich durch die Darstellung von Sicherheiten überhaupt Fremdmittel bekomme. Jetzt gibt es bei Existenzgründern auch schon mal den Fall, dass sie sagen, eigentlich brauche ich gar nicht viel Geld. Ich muss mir so 3.000, 5.000 bis 5.000 Euro von der Bank leihen. Das wird ja wohl kein Problem sein und wundern sich dann, dass die Banken genau das nicht tun. Wo liegt da der Hase im Pfeffer? Wie kann man da helfen? Ja, was bei den Banken hinterm schwarzen Vorhang passiert, wissen wir nicht immer alle genau, aber Sie haben völlig recht. Bei Beträgen in dieser Größenordnung ist es oft einfacher, ein Auto zu finanzieren als die Selbstständigkeit. Dafür ist das Instrument der sogenannten Mikrofinanzierung geschaffen worden. Wir haben in Deutschland zurzeit über 50 von der Bundesregierung zertifizierte Mikrofinanzinstitute und die stehen für Beträge zwischen 1.000 und 20.000 Euro zur Verfügung. Das funktioniert sehr gut. Es gibt noch eine Sache, die wir erwähnen sollten, um da ein Missverständnis aus der Welt zu räumen, das Thema Zuschuss. Es wird in letzter Zeit sehr stark diskutiert über den Gründungszuschuss der Bundesagenturen. Den hat es viele Jahre gegeben, der war sehr erfolgreich, wurde viel genutzt. Es gibt ihn immer noch, aber leider seit etwa einem Jahr nur noch in der Theorie, weil wenn eine Gründerin oder ein Gründer diesen Gründungszuschuss mit einplant, muss man ganz klar sagen, es gibt keinen Rechtsanspruch mehr darauf. Es ist eine Ermessensentscheidung der jeweiligen Bundesagentur. Und wir machen dort in den letzten Monaten leider, da schließe ich alle Kollegen, die in der Szene unterwegs sind, mit ein, sehr schlechte Erfahrungen. Das ist dramatisch runtergegangen. Also da würde ich etwas warnen, bei der Finanzierung diesen Gründungszuschuss von vornherein mit einzuplanen. Das wird vermutlich nichts in der Praxis. Ja, da bleibt zu hoffen, dass sich da nochmal wieder politisch was ändert. Am Gründungszuschuss bleibt ja in der Diskussion, kriegt man ja mit und die Politik ist da auch nicht ganz einverstanden. Hoffen wir das Beste, Frau Iking. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Wingral. Weitere Experten- und Beraterinterviews finden Sie im Franchise-Portal.